Also, wir haben uns jetzt in den vergangenen Vorlesungsstunden befasst mit verschiedenen Bewegungen, haben Begriffe wie Geschwindigkeit, Beschleunigung kennengelernt und uns genauer angeschaut. Aber wir haben uns nicht die Frage gestellt, was nun einfach eine Beschleunigung, eine Bewegungsänderung verursacht. Das werden wir jetzt im nächsten Abschnitt tun. Im Abschnitt 2.3 der Vorlesung mit dem Titel Kraft und Bewegung. Also die Frage ist, was verursacht eigentlich Beschleunigung? Beziehungsweise allgemeiner, was bestimmt einen bestimmten Bewegungsverlauf? Und das führt uns zu dem Begriff der Kraft. Wahrscheinlich habe ich es in der Vorlesung schon erwähnt, quasi als gewisser Vorgriff, nämlich als wir freien Fall angeschaut haben, habe ich sicherlich irgendwie auch von der Gewichtskraft gesprochen, etwas, was Sie ja aus der Alltagserfahrung her kennen. Und die Gewichtskraft, die bewirkt offenbar die Beschleunigung nach unten mit der Erdbeschleunigung klein g. So haben Sie schon mal den Zusammenhang Kraft und Beschleunigung. Und sozusagen diese Verbindung zwischen Kraft und Beschleunigung, wie Kräfte Beschleunigung bewirken, sind eben das Wesentliche der sogenannten Newtonschen Mechanik. Und das geht eben Newton, der Begriff geht zurück auf Isaac Newton, der von 1652 bis 1727 lebte. Und Sie sehen den Herrn Newton hier auf einem seriösen Porträt, was Sie in der National Portrait Gallery in London bewundern können. Es gibt allerdings auch andere Illustrationen, zum Beispiel sagt die Legende, dass Newton, also wie Newton angeregt wurde zu seinen Überlegungen zu Verbindung, Kräfte, Beschleunigung. Und da gibt es eben die Geschichte, dass er mal unter einem Baum lag und sich ausgeruht habe. Das war nur ein Apfelbaum und ihm fiel dieser Apfel auf den Kopf. So hat ihn ein fallender Apfel offenbar inspiriert. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob das einfach die Betrachtung der Fallbewegung war oder ob es der Schlag auf den Kopf war, der ihn zu diesen Erkenntnissen geführt hat. Sie können das gerne auch mal ausprobieren zu Hause, wie Sie entsprechend, ob das auch irgendwelche Erkenntnisse bei Ihnen bewirkt. Und die Newtonsche Mechanik beschreibt Bewegungsabläufe. In unserem, auf jeden Fall in unserem alltäglichen Erfahrungsbereich, ja zum Beispiel der freie Fall oder das beschleunigte Auto und solche Dinge. Es geht aber auch weit darüber hinaus, und zwar wenn Sie an die Astronomie denken, auch die ganze Himmelsmechanik wird bis auf wenige Ausnahmen, wo man noch weiteres braucht, wird die sehr schön durch die Newtonsche Mechanik beschrieben. Deshalb schreibe ich hin und darüber hinaus. Also Astronomie oder der alte Begriff der Himmelsmechanik. Wo hat die Newtonsche Mechanik ihre Gültigkeitsgrenzen? Also zum einen im Bereich des sehr, sehr Kleinen, also wenn es um die Quantenmechanik geht, also wenn Sie zum Beispiel die Beschreibung der Elektronenbewegung um den Kern beschreiben wollen, dann funktioniert die Newtonsche Mechanik nur noch sozusagen bedingt und man braucht dann gewisse
Krücken, um die newtonsche Mechanik noch aufrechter zu erhalten. Zum Beispiel, indem man gewisse Bohrsche Postulate einführt, Drehimpulsquantelung und so weiter. Aber was Sie eigentlich brauchen, ist die Quantenmechanik. Und im Bereich eben des sehr kleinen atomare, subatomare Vorgänge brauchen Sie die Quantenmechanik. Dazu hören Sie in einem Jahr mehr. Die andere Gültigkeitsgrenze ist der Bereich von sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten. Eben, Sie wissen, man kann die Lichtgeschwindigkeit nicht überschreiten. Obwohl es interessanterweise, es gibt neue Experimente, das ging so vor 2, 3 Wochen durch die Medien, wo man angeblich beobachtet hat, dass Neutrinos, die vom CERN ausgesandt werden, Genf, irgendwo in einem Tunnel in Gran Sasso in Italien, dass die schneller ankommen, als es die Lichtgeschwindigkeit erlauben würde. Das ist natürlich hochinteressant, das Ganze. Also es geht sozusagen um eine kleine Überschreitung dieses Speed Limits. Aber wir sind alle sehr gespannt, was daraus wird. Vermutlich, aber es ist nur mein persönliches Gefühl, wird man herausfinden, dass es irgendwo einen kleinen Messfehler gab, ein systematisches Problem. Und die Lichtgeschwindigkeit wird sich doch eben als obere Grenze bestätigen. Aber man darf da nicht voreingenommen sein, man muss das wirklich gründlich untersuchen, das Ganze. Aber gehen wir mal davon aus, die Lichtgeschwindigkeit ist die größte Geschwindigkeit. Aber was passiert denn, wenn jetzt irgendwie ein Körper da ist und man möchte ihn noch weiter beschleunigen? Ja, dann werden Sie eben feststellen in der relativistischen Mechanik, dass sozusagen die Masse des Körpers größer wird und dadurch die Beschleunigung nicht an die Lichtgeschwindigkeit herankommt. Also die Masse wird dann riesengroß nahe der Lichtgeschwindigkeit und so weiter. Aber das sind alles Dinge, die jenseits der newtonschen Mechanik sind, die Ihnen dann mit der speziellen Relativitätstheorie beschrieben werden. Also die Gültigkeitsgrenzen sind, schreibt es mal so hin, Gültigkeitsgrenzen, sind zum einen die Mechanik im atomaren und subatomaren Bereich und da ist dann die Quantenmechanik die Erweiterung. Und das andere wäre sehr große Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit. Und das führt dann zur speziellen Relativitätstheorie, die von Einstein begründet wurde. Trotzdem, also Sie sehen, in der Welt des sehr Kleinen und sehr Großen gilt es da nicht mehr so richtig, aber dazwischen liegt ein riesengroßer Bereich, in dem die newtonsche Mechanik wirkt. Und nochmal zurückzukommen, ich hatte letztes Mal davon gesprochen, dass zu unserer grundsätzlichen Methodik gehört, dass wir Idealisierungen vornehmen, Näherungen vornehmen und so weiter. Und so ist es auch natürlich hier. Die Quantenmechanik gilt allgemeiner und die spezielle Relativitätstheorie gilt allgemeiner und die klassische Mechanik nach Newton geht daraus als Grenzfall hervor, als gewisse Näherung. Wenn Sie gewisse Näherungen machen, dann reduziert sich die Quantenmechanik und auch die Mechanik nach spezieller Relativitätstheorie einfach auf die klassische newtonsche Mechanik. Und sicherlich ist es so, ich habe gesagt, im normalen Alltagsbereich spielt das alles keine Rolle. Aber wenn Sie zum Beispiel extrem genau messen, mit supergenauen Atomuhren, dann sehen Sie eben auch Effekte der Relativitätstheorie bei Geschwindigkeiten, die weit weg sind von Lichtgeschwindigkeit. Ich habe schon vor Jahrzehnten mit Atomuhren gemessen, dass man hat eine Uhr auf dem Erdboden gelassen, hat eine andere Uhr in einen Düsenjet gebracht und dann ist ein bisschen mit dem rumgeflogen, hat die Uhren wieder verglichen. Und dann hat man festgestellt, dass die Uhren etwas anders gehen. Und das sind Dinge, die man schon messen kann, kein Problem. Aber so richtig wichtig wird es dann nahe an der Lichtgeschwindigkeit. Also das als kleine Einführung, was ich jetzt machen möchte. Ich möchte die
drei newtonsche Gesetze oder Axiome einführen, die der ganzen newtonschen Mechanik zugrunde liegen, und möchte Ihnen erklären, was dahinter steckt. So, das erste wäre mal das sogenannte Trägheitsprinzip. Oder auch einfach erstes newtonsches Gesetz genannt. Und das sagt Ihnen Folgendes. Es sagt, Sie müssen sozusagen auf einen bestimmten Körper betrachten Sie, welche Gesamtkraft wirkt da. Sie nehmen alle einzelnen Kräfte her, sagen wir mal die Gewichtskraft und noch irgendeine Kraft, wo ich mit dem Seil an irgendwas ziehe und so weiter. Sie nehmen die Gesamtkraft auf einen bestimmten Körper, und wenn diese Gesamtkraft null ist, dann bleibt der Körper in seinem Bewegungszustand. Das heißt, bleibt in dem Bewegungszustand, heißt, dass die Geschwindigkeit konstant bleibt. Die Geschwindigkeit wird dadurch nicht geändert. Wenn sich also irgendetwas bewegt mit einer gewissen Geschwindigkeit und es wirken keine Kräfte, dann bleibt diese Bewegung aufrecht und die Geschwindigkeit bleibt gleich. Man kann auch das in einem entsprechenden Bezugssystem betrachten. Also wenn ich sozusagen hier in unserem Laborsystem oder Hörsaalsystem eine Bewegung habe und ich gehe in ein Bezugssystem, was sich mit der konstanten Geschwindigkeit bewegt, dann ist dieser Körper in diesem Bezugssystem in Ruhe. Und und er bleibt auch in Ruhe, wenn keine Kraft wirkt. Und das besagt das Trägheitsprinzip. Also wichtig ist, wenn keine Gesamtkraft auf einen Körper wirkt, und zwar schreibe mal groß F gleich 0, das Symbol für die Kraft ist ein großes F, so kann sich die Geschwindigkeit nicht ändern, das heißt, es gibt keine Beschleunigung. Das ist also die Trägheit hier. Also man könnte kurz sagen, einfach keine Kraft, keine Beschleunigung. Was meine ich mit Gesamtkraft? Damit meine ich, ich habe hier irgendwie einen Körper, den ich mal als Punkt idealisiere, und es wirken irgendwelche drei Kräfte, F1, eine Kraft F2 und eine Kraft F3. Und wenn ich die vektoriell addiere, das ist jetzt ein bisschen blöd gezeichnet hier, machen wir es mal so, und eine Kraft F3, und ich nehme die Vektorsumme hier von diesen drei, dann bekomme ich eine Gesamtkraft so. Das ist meine Gesamtkraft F gleich F1 plus F2 plus F3. Das ist die Gesamtkraft. Und wenn diese Gesamtkraft null ist, dann ändert sich der Bewegungszustand des Körpers nicht, gibt es keine Beschleunigung. Also die Kräfte kann ich einfach, und das ist auch ein wichtiger Punkt, die Kräfte kann ich vektoriell addieren. Das ist also eine einfache Vektoraddition der Kräfte.
Ja, Sie sehen wieder, wie wichtig es war, sich mit Vektoren zu beschäftigen, schon im mathematischen Vorkurs. Also Vektoraddition der Kräfte. Und was dahinter steckt, etwas tiefer liegend, dass ich das überhaupt tun darf, damit das was Sinnvolles gibt, ist das Superpositionsprinzip, das ich schon kurz mal erwähnt hatte. Das heißt, Sie können einfach sozusagen, Sie haben verschiedene Ursachen, die also den Bewegungszustand ändern wollen, und Sie können das einfach vektoriell addieren. Und das heißt sozusagen, wenn eine Kraft F3 wirkt, beeinflusst das die Kraft F1 nicht. Und dann können Sie das superponieren, sprich einfach vektoriell addieren. Das war eben wie mit der Bewegung im Zweidimensionalen der Wurfbahn, wo wir gesagt haben, der X-Bewegung ist es völlig egal, was die Y-Bewegung macht. Wichtig ist für die X-Bewegung nur die entsprechende Komponente der Beschleunigung, beziehungsweise Sie sehen jetzt Kraft, die da angreift. Also das ist das Superpositionsprinzip hier und Newtonsches Trägheitsprinzip. Noch eine einfache Illustration dazu. Hier ist eben ein Körper als blauer Punkt hier dargestellt und es wird von 5 verschiedenen Richtungen an dem Körper gezerrt. Und hier sind die Vektoren so gewählt, dass die Gesamtkraft 0 ergibt. Und das heißt also, dieser blaue Punkt da bleibt einfach in seinem Bewegungszustand. Wenn er in Ruhe ist in dem System, bleibt er in Ruhe. Und wenn er sich mit einer Geschwindigkeit v bewegt, bleibt er mit der Geschwindigkeit v. Und das wäre der Fall, den wir wichtig eben als Kräftegleichgewicht bezeichnen. Kräftegleichgewicht bedeutet, dass sich die Gesamtkräfte aufheben und sich deshalb der Bewegungszustand nicht ändert. Und meistens betrachten wir ein System, wo irgendetwas statisch ist. Zum Beispiel mein Laptop liegt hier auf dem Tischlein und es wirkt eben eine Gewichtskraft nach unten. Und was wir noch besprechen werden nächste Stunde, der Tisch reagiert mit einer Gegenkraft, der Normalkraft, durch die elastische Verformung des Tisches. Und die beiden Kräfte heben sich eben gegenseitig auf und deshalb fängt der Laptop nicht an, sich irgendwie plötzlich wegzubewegen. Findet sich im Kräftegleichgewicht. Ganz anders wird das dann, wenn ich den Tisch irgendwie neige und vielleicht noch sozusagen ein bisschen Schmierseife drauf habe, dann gibt es keine Reibung und dann wird der Laptop schnell sich in Richtung Boden bewegen. Okay, aber das diskutieren wir dann noch nächstes Mal. Das ist das erste Newtonsche Gesetz. Okay, nach dem ersten kommt das zweite Newtonsche Gesetz. Und das zweite Newtonsche, das trägt den etwas gehobeneren Namen Aktionsprinzip. Sie sehen, beim ersten ist sozusagen Trägheit und beim zweiten kommt richtig Action jetzt rein. Also das Aktionsprinzip. Und das lässt sich so formulieren, die auf einen Körper wirkende Gesamtkraft ist gleich dem Produkt der Masse und der Beschleunigung. Schreiben wir das da noch hinter. Oder einfach, also so lange Texte kann ich mir nie merken, aber Sie können es einfach ausdrücken in einer einfachen Gleichung, die aber sehr, 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 sehr wichtig ist, nämlich F gleich M mal A.
Die Kraft, nämlich das Produkt von Masse und Beschleunigung, steht hier, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Das ist das zweite Newtonsche Gesetz, oder noch kürzer gesagt Newton 2, ich nenne das meistens Newton 2. Tatsächlich können Sie Newton 1 eher vergessen. Newton 1 ist ja ein Spezialfall von dem. Wenn die Kraft 0 ist, steht hier 0 gleich Masse mal Beschleunigung. Dann wissen Sie, dass entweder die Masse des Körpers 0 ist, aber wenn wir sozusagen Körper betrachten, die Masse haben, dann wissen Sie, die Beschleunigung ist 0. Das heißt, das Trägheitsprinzip ist ein Spezialfall dieses zweiten Newtonschen Gesetzes. Und deshalb müssen Sie sich das erste eigentlich nicht merken. Ich würde mal sagen, es hat eher historische Bedeutung, dass das so formuliert wurde mit dem ersten, zweiten und dritten. Aber Newton 2 ist extrem wichtig, F gleich M mal A. Und wir werden uns dann eben überlegen, ja, wir wollten wissen, was beeinflusst die Bewegung, was ändert die Bewegung. Hier steht's, wenn wir irgendwelche Kräfte haben, die wir formulieren können dann in der Übungsaufgabe mathematisch, ja, dann können wir aus den Kräften eben bestimmen, wie sich A ergibt, wie sich die Beschleunigung ergibt. Und dann können wir, wenn wir die Beschleunigung kennen, eben die Bewegung entsprechend ausrechnen. Also wir stellen dann eine sogenannte Bewegungsgleichung auf, also eine Gleichung, aus der der Bewegungsverlauf folgt. Und das macht man häufig auf Basis eben von diesem zweiten Newtonschen Gesetz. Also zweites Newtonsches Gesetz, sehr wichtig, schauen Sie es sich richtig an, verinnerlichen Sie es, ja. Denken Sie heute alle 10 Minuten einmal an das zweite Newtonsche Gesetz und heute Nacht zum Einschlafen dann irgendwie 100 Mal F gleich M mal A, F gleich M mal A. Also das ist etwas, was Sie sich wirklich merken müssen. Es ist extrem wichtig. Das ist eine der wenigen Formeln, die ich mir merken kann. So, also nach F gleich M mal A. Also jetzt denken Sie vielleicht nach Newton 1 und Newton 2 kommt Newton 3. Aber Sie müssen noch ein kleines bisschen warten, weil ich Ihnen noch ein bisschen mehr hier erzählen möchte. Was ist jetzt die Masse? Was ist eine Masse? Schauen Sie sich Newton 2 an. Die Masse ist einfach die Proportionalitätskonstante, die Kraft und Beschleunigung verbindet. Das ist die Masse. Das heißt, die Masse beschreibt sozusagen die Eigenschaft von einem Körper, sich, wie soll man sagen, vielleicht Bewegungsänderungen oder Versuchen der Bewegungsänderung zu widersetzen durch die Eigenschaft der Trägheit. Also die Masse ist mit dieser Trägheit verbunden und heißt einfach, wenn ein Körper große Masse hat, dann sozusagen ist der Bewegungszustand schwerer zu ändern. Okay, das ist der Begriff der sogenannten trägen Masse. Bei Kraft. Also ich formuliere das so, es ist die Eigenschaft bei einer Krafteinwirkung, da fehlt ein sich, die Eigenschaft sich bei Krafteinwirkung der Beschleunigung eben durch die sogenannte Trägheit zu widersetzen. In dem Sinne ist eben bei F gleich M mal A das M, ja, wie Sie sehen, einfach eine Proportionalitätskonstante. Langes Wort, die Proportionalitätskonstante, die Kraft und Beschleunigung verbindet.
verbindet. Das ist dann der Begriff der sogenannten trägen Masse. Das heißt Masse als Trägheitseigenschaft. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, aber wieso Masse für mich bedeutet sowas, also hängt mit dem Gewicht eng zusammen. Und wenn ich große Masse habe und mich auf die Waage stelle, dann zeigt die Waage auch mehr an. Und wenn ich geringere Masse habe, zeigt die weniger an. Also die Eigenschaft der Masse hat auch irgendwas mit dem Gewicht zu tun. Tatsächlich gibt es den, das ist die sogenannte träge Masse, gibt es den Begriff der schweren Masse. Und es gibt ein sehr fundamentales Prinzip in der Physik und das zeigt, dass die träge Masse gleich der schweren Masse ist. Und das ist das sogenannte Äquivalenzprinzip. Das heißt, es gibt keine Masse oder kein Körper kann so beschaffen sein, dass er zwar eine hohe Trägheit hat, dass man ihn nicht beschleunigen kann, dass er aber kein oder nur geringes Gewicht hat, sondern diese beiden Eigenschaften, Gewicht und Masse im Sinne von sozusagen Beschleunigung sich zu widersetzen, sind das Gleiche. Das sagt das Äquivalenzprinzip. Das ist natürlich wiederum die interessante Frage, wie genau ist es das Gleiche? Und hier gibt es tatsächlich eine Reihe von Experimenten, die versuchen, dieses Äquivalenzprinzip extrem genau zu testen. Aber bisher ist bei den Experimenten nur herausgekommen, ja, dass dieses fundamentale Prinzip, Äquivalenzprinzip und schwere Masse, also träge Masse gleich schwere Masse, allgemein gültig ist. Gut, also das ist noch zur Masse. Aber was noch? Also wir wollen ja Massen sowieso, aber Kräfte messen. Und die Kraft ist so eine wichtige Messgröße, dass wir sie mit einer eigenen Einheit ehren. Und ich könnte ja jetzt einfach sagen, ich sehe das hier. Masse hat ein Kilogramm drin als Einheit, die Beschleunigung hat Meter durch Sekunde Quadrat. Das heißt, Sie messen Kräfte einfach in Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat. Also Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat. Aber wie es so häufig ist bei wichtigen Größen, die bekommen ihren eigenen Namen. Und was liegt da näher als die Kraft einfach Newton zu nennen? Kräfte in Newton zu messen. Und ein Newton, mit groß N kürzt sich das ab, ist eben ein Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat. Also Masse mal Beschleunigung. Ja. Kräfte messen wir in Newton. Ja. Also wenn ich einen Newton darstellen möchte, ganz einfach, Sie gehen nach Paris, greifen da in den Safe mit dem Urkilogramm und bewegen das Urkilogramm so, dass es gerade mit 1 Meter pro Sekunde Quadrat beschleunigt wird und dann haben Sie einen Newton dargestellt. Vermutlich kriegen Sie dann ziemlich Ärger, weil Sie mit Ihren Fettfingern dann das Urkilogramm angefasst haben und durch die Fettschichten dann das Urkilogramm anderes Gewicht angenommen hat. Und das wird dann dazu führen, dass das Kilogramm überhaupt umdefiniert werden muss und so weiter. Aber nur so im Prinzip so, ja, denke man sich das. Also das ist eben die Einheit Newton. Okay, jetzt. Okay, nochmal zu Newton 2. Das hatte ich vergessen, Ihnen das zu zeigen. Wenn Sie hier 4 einzelne Kräfte haben, die an dem blauen Punkt zerren und die Vektorsumme nicht 0 ergibt, gibt es diesen roten Pfeil als resultierenden Kraftvektor und der ist eben proportional zu der Beschleunigung. Das ist die Gesamtkraft hier in dem Bild. Gut, jetzt aber, ich hatte gesagt, was sind die Grenzen der Gültigkeit von den Newtonschen Gesetzen? Und hatte gesagt, im ganz Kleinen gilt es nicht, im ganz Schnellen gilt es nicht. Aber es gibt auch noch eine andere wichtige Sache.
nämlich die newtonsche Mechanik gilt nur in gewissen Bezugssystemen, die wir Inertialsysteme nennen. Ja, Inertia ist der sozusagen Begriff aus dem Lateinischen kommend für Trägheit. Inertialsysteme sind eben Systeme, in denen das Trägheitsprinzip gilt, sagen wir mal so. Begriff Inertialsystem. Und ich möchte Ihnen zumindest die Grundideen erklären, was sind Inertialsysteme. Okay, das sind einfach Bezugssysteme, in denen die newtonsche Mechanik gilt. Also jetzt unabhängig von Relativität und in dem die newtonsche Mechanik indem die newtonschen Gesetze gelten. Das ist zum Beispiel hier im Hörsaal, ist das nicht ganz perfekt erfüllt, aber doch in sehr, sehr guter Näherung erfüllt. Also zum Beispiel unser Hörsaal. In guter Näherung. Haben Sie eine Idee, warum ist das kein perfektes Inertialsystem? Ja? Bitte? Na, Luftwiderstand ist eine andere Geschichte. Das ist sozusagen ein Reibungseffekt. Ja? Aber wenn Sie irgendwie einen Gegenstand in Ruhe haben, gibt es auch keinen Luftwiderstand. Ja? Und außerdem lässt sich das auch entsprechend in newtonscher Mechanik beschreiben. Ja? Richtig, genau das. Das ist richtig. Also wir haben hier auch einen kleinen Effekt der Erddrehung. Das ist irgendwie sozusagen ein Effekt im Promillebereich, ja, der Gravitationsbeschleunigung. Sie haben einen kleinen Effekt durch die Erddrehung. Und deshalb gute Näherung heißt hier, wenn Erdrotation vernachlässigbar ist. Tatsächlich kann man den Begriff Inertialsystem am besten dadurch erklären, dass man erklärt, was sind keine Inertialsysteme. Und beide Begriffe sind schon gefallen. Beschleunigte Systeme sind keine Inertialsysteme. Und das andere sind auch beschleunigte Systeme spezieller Form, nämlich rotierende Bezugssysteme. Also wenn Sie zum Beispiel in einem fahrenden Zug die newtonsche Mechanik überprüfen wollen, können Sie das gerne machen. Sie müssen nur aufpassen, dass der Zug nicht beschleunigt wird, dass der Zug sozusagen relativ zum Erdboden mit konstanter Geschwindigkeit sich bewegt und auch keine Kurven fährt. Dann werden Sie feststellen, die newtonsche Mechanik gilt. Wenn nicht, ja, dann wissen Sie auch, was passiert. Also beschleunigte Bezugssysteme. Also der Aufzug, ein bremsendes Auto, ja, der Zug, der irgendwie Kurven fährt und so weiter, das sind alles beschleunigte Systeme. Und insbesondere rotierende Bezugssysteme. Gut, und rotierende Bezugssysteme sind sehr wichtig,
Und ich möchte Ihnen doch zumindest eine Grundidee geben, was tritt da alles auf, was kann da passieren. Möchte jetzt auf einem Tafelbild sogenannte Scheinkräfte diskutieren, die im rotierenden Bezugssystem auftreten. Zunächst mal, was ist eine Scheinkraft? Okay, wenn Sie selbst einer solchen Scheinkraft ausgesetzt sind, werden Sie keinen Unterschied zu einer normalen Kraft spüren. Ja? Das ist für Sie in einem rotierenden Bezugssystem kein Unterschied, weil man kann fragen, wo die Kraft herkommt, und diese Scheinkräfte sind nicht durch eine physikalische Wechselwirkung erklärbar. Sondern sie liegen eben daran, dass sie sich in einem beschleunigten Bezugssystem in einem nicht-inertialen System befinden. Und jetzt zeige ich Ihnen mal Beispiele für solche Scheinkräfte. Zum Beispiel, was haben wir da Schönes, das hier. So, also das ist ein Beispiel für sozusagen Scheinkraft at work. Also der Fahrer dieses Pickups, in diesem, auf Englisch wird das Wall of Death genannt, der deutsche Ausdruck ist mir jetzt entfallen, aber der Fahrer spürt eine Kraft, die ihn und den Pickup hier an die Wand drücken. Ja? Also dem Fahrer ist es hier insofern völlig egal, ist das nun eine Scheinkraft oder ist das eine wirkliche Kraft. In diesem rotierenden System interpretieren wir das Ganze eben als Scheinkraft, die ihn gegen die Wand drückt. Und Sie wissen, wie die Scheinkraft genannt wird. Das ist die Zentrifugalkraft. Okay, das ist die sogenannte Zentrifugalkraft. Und das schreibe ich Ihnen als erstes hin. Es gibt die Zentrifugalkraft oder auf Deutsch kürzer ausgedrückt die sogenannte Fliehkraft. Und die schreiben wir als F groß Z und sie ergibt sich als Masse mal Winkelgeschwindigkeit dieser Beschleunigung zum Quadrat. Winkelgeschwindigkeit dieser rotierenden Bewegung zum Quadrat mal dem Ortsvektor von der Rotationsachse aus gesehen, senkrecht zur Rotationsachse, zu dem Objekt hin. Also ich will es jetzt nicht genau mathematisch alles beschreiben, Ihnen hier nur eine Idee geben. Und das ist die Kraft, die rotierenden Beobachter nach außen zu ziehen scheint. Das ist eben ein Beispiel. Ich kann Ihnen hier noch ein weiteres Beispiel zeigen. Das ist hier aufgebaut. Ein kleiner Versuch.
Also Sie sehen hier, das ist eben ein einfaches Modell, was ich in Rotationsversetzen kann. Sozusagen ist es hier aus einem dünnen Metall zusammengebogen, hat so etwa die Kugelform. Sie sehen, das Ganze ist elastisch. Ja, das Ganze ist elastisch. Und wenn ich dieses elastische Teil hier nun in Rotationsversetze, was ich hier mit einer Kurbel tue, dann werden wir mal schauen, was passiert. Sie sehen also, dass sich hier, ich weiß nicht, ob man es gut sieht, was Sie sehen, ist, dass die Rotation mit einer gewissen Abplattung verbunden ist. Tatsächlich, wenn man genau misst, sieht man das bei der Erde auch. Die Erde ist nicht ganz rund, sondern hat eben eine etwas oblate Form. Also sie ist sozusagen der Achse, in der Rotationsachse, wenn man da entlang geht, hat einen etwas geringeren Durchmesser am Äquator. Und das hängt eben auch mit der Drehung zusammen und diesem Abplattungseffekt, den Sie hier drastischer sehen. Jetzt könnte man das so interpretieren, ich sage Konjunktiv könnte, dass jetzt die Fliehkraft wirkt, die das Ganze nach außen zieht, ja, und dadurch wird das Ganze flach. Ja. Aber ich sage es im Moment im Konjunktiv, denn eigentlich sind Scheinkräfte ein Konzept, was nicht so sonderlich schön ist. Aber dazu sage ich gleich in wenigen Minuten noch etwas. Aber auch wenn dieses Konzept nicht so schön ist, man kann schöne Videos damit zeigen. Ich zeige Ihnen gerade mal noch eins. Was passiert denn eigentlich, wenn man einen Wasserbehälter dreht? Wo haben wir es? Hier, das dann. Ist auch ein schönes Video, was man auf YouTube findet. Also hier ist so ein Aquarium mit dem blau eingefärbten Wasser, was in Rotation versetzt wird. Im Moment ist das noch etwas chaotisch, was da passiert, aber es ergibt sich gleich ein Gleichgewichtszustand. Und das ist sozusagen jetzt in Echtzeit. Also so, und dann sehen Sie, wenn das stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein. Es gibt also eine wunderschöne Biegung in dem Wassercontainer der Oberfläche. Und Sie werden es gleich in Zeitlupe sehen. Dann sehen Sie auch noch schöner, welche Form das Ganze hat. Gleich kommt die Zeitlupe. Sie werden sehen, naja, das ist ein bisschen länglich, ich schiebe es mal ein bisschen nach vorne. So, hier sehen Sie es. Und Sie werden, also wenn Sie diese, die Oberflächenform, wenn Sie das analysieren, wird man feststellen, das ist eigentlich eine wunderschöne Parabel. Ja? Und es muss auch eine Parabel sein. Das liegt eben an diesem quadratischen Gesetz, dann, was Sie dann bekommen. Also Sie können das... Also Sie können, also man erklärt es so, ich will es jetzt nicht vorrechnen, aber man erklärt es so, dass der Druck, den Sie da haben, der muss also genau der ändernde Wasserpegel, der sich ändernde Wasserpegel, ist mit einem Druckunterschied in der Flüssigkeit verbunden. Das werden wir besprechen noch in der zweiten Hälfte der Vorlesung, also der Physik 1b. Und dieser Druckunterschied, der muss in dem rotierenden System durch die Fliehkraft ausgeglichen werden. Und daher kommt eben dieses parabelförmige Verhalten. Okay, also das zur Fliehkraft. Lassen wir den Container ruhig ein bisschen weiter drehen. Was ich Ihnen noch erzählen möchte, also die Fliehkraft, die kennen Sie, das ist ein bekanntes Phänomen, etwas komplizierter und vielleicht auch weniger bekannt, ist eine zweite Scheinkraft. Wissen Sie, wie die heißt? Ja, das ist die Corioliskraft.
Die ist, ich gebe Ihnen das ohne Herleitung an, ich schreibe einfach mal einen Ausdruck hin, F Coriolis ist gleich, da steckt 2 mal Masse und dann steht das Kreuzprodukt von der Geschwindigkeit und der Winkelgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ein Körper in einem rotierenden System ruht, dann ist die Geschwindigkeit 0 und der Coriolis-Term verschwindet. Mit anderen Worten, der Coriolis-Term oder die Corioliskraft tritt nur dann auf, wenn man sich in einem beschleunigten Bezugssystem bewegt, also eine Geschwindigkeit darin hat. Und dann gibt es dieses seltsame Kreuzprodukt. Und was heißt das? Das heißt, ich habe also eine Drehachse, Omega, und ich bewege mich jetzt in die Richtung. Ja, und jetzt wissen Sie, Kreuzprodukt sagt, es muss senkrecht zu beiden sein, zur Achse und dem. Das heißt, die Corioliskraft, die treibt mich dann so zur Seite. Okay, das ist der Coriolis-Term. Und ich zeige Ihnen das gleich im Video. Das ist die Kraft, die auf rotierenden Beobachter zusätzlich, also sie ist zusätzlich zur Fliehkraft da, zusätzlich zu wirken scheint, wenn er sich bewegt. Also das habe ich nicht hergeleitet, ich schreibe es einfach so hin. Ist ein bisschen komplizierter und sprengt den Rahmen der Vorlesung leider. Okay, das ist die Coriolis-Geschichte und das lässt sich im Video schön veranschaulichen, auch im es gibt auch schöne Demo-Versuche. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen im Rahmen der Woche der Physik, die erste Semesterwoche, da hatten wir vor der Eingangstür so einen Balken aufgebaut, ja, auf den man sich setzte, wie eine Schaukel, aber das Ganze wurde in Drehung versetzt. Man konnte sich dann Bälle zuwerfen. Man hat festgestellt, dass das, die Bälle eine starke Ablenkung zur Seite hatten, was dann der Coriolis-Term war. Auch da gibt es schöne Videos dazu. Hier ein, ich entschuldige mich gleich für die sehr schlechte Qualität, es ist wirklich ein sehr altes, das ist irgendwann aus den 90er Jahren. Die Qualität ist leider alles andere als berauschend hier. Ja, Sie sehen, was passiert. Das sind Kinder auf einem Karussell. Wir sehen, dass sich das in einem Inertialsystem dreht, aber wenn man es mit einer Kamera aufnimmt, die sich dort auf diesem Karussell befindet, sieht man, ja, dass das Ballspielen ganz lustig ist, wird nämlich durch die seitliche Ablenkung von der Kugel. Und sozusagen das erscheint in dem rotierenden System als Effekt der Corioliskraft. Wenn man es von außen betrachtet, dann wundert man sich, also denn die Bahn sieht völlig gerade aus. Ja. Und auch wenn man draußen den Balken, den wir da, diesen rotierenden Balken, den wir zur Woche der Physik aufgebaut hatten, wenn man sich das von außen angeschaut hat, hat man sich gewundert, warum werfen die denn so komisch oder warum funktioniert das nicht. Denn von außen betrachtet waren das einfach ganz normale Wurfbahnen in 2 Dimensionen und alles sah normal aus. Nur in dem rotierenden System sieht es eben anders aus. Okay, also das ist das. Es gibt auch sozusagen eine andere Version, die wurde mal irgendwann aus dem deutschen Fernsehen aufgenommen. Da gab es die Knopf-Hoff-Show, glaube ich, hieß das Ganze. Da gibt es auch ein ganz nettes Video dazu. Im Prinzip sehen Sie da das Gleiche. Also die befinden sich in einem rotierenden System und Sie sehen diese Ablenkung immer zur Seite von der sich bewegenden Kugel. So sieht das Ganze aus. Und ganz lustig wird es, glaube ich, jetzt noch nicht. Aha, jetzt mit der Spritzpistole. Okay, dann kann man das Ganze noch weiter treiben mit diesem Pendel. Und wenn man jetzt ein Pendel pendeln lässt, normalerweise behält ein Pendel seine Pendelebene bei, aber im rotierenden System
merkt man, dass die Pendelebene sich dreht. Sie sehen, was das für schöne Figuren da schreibt. Und tatsächlich, vielleicht sehr viele von Ihnen werden schon mal ein Foucault'sches Pendel gesehen haben. Typischerweise hängt das irgendwo in einem Museum, in einem hohen Turm. Das ist das gleiche Video, was die da auch gezeigt haben, ZDF mit deutlich besserer Qualität. Naja, also Foucault'sches Pendel hängt häufig in irgendwelchen Museen oder in Paris hängt es im Pantheon sogar. Und da sieht man, dass sich eben langsam die Pendelebene dreht. Und damit kann man die Erdrotation nachweisen mit einem solchen Pendel. Dieses Video zur Corioliskraft. Und was will ich Ihnen noch erzählen? Nein, ich will Ihnen jetzt nichts erzählen, sondern einen guten Rat geben. So schön das ist mit diesen Scheinkräften, Fliehkraft, Corioliskraft und so weiter, es macht die physikalische Beschreibung schon etwas obskurer sozusagen. Es ist zwar so, dass Sie, wenn Sie sich in einem solchen System befinden, wie einem Auto, das abbremst oder einem irgendeinem rotierenden System und so weiter, sowas erfahren, aber die physikalische Beschreibung ist wesentlich leichter und klarer, wenn Sie ins normale Inertialsystem gehen. Und so sollte man sowas auch nicht dadurch beschreiben, nur ein guter Rat, dass man sagt, die Zentrifugalkraft treibt das nach außen. Das ist jetzt insbesondere, möchte ich diejenigen ansprechen, die Lehramt studieren unter Ihnen. Also lassen Sie diese Zentrifugalgeschichten, also die Zentrifugalkraft und so weiter, weg und erklären das Ganze darüber ganz normal im Inertialsystem. Und im Inertialsystem ist es so, dass sich jetzt hier ein Punkt hier außen auf dieser Kugel, dass sich dieser Punkt ja auf einer Kreisbahn bewegt. Und wir wissen von Newton 2 her auch, wir wissen ganz normal von der Kreisbahn her, dass eine Kreisbahn eine Normalbeschleunigung braucht. Ja, das heißt, es muss irgendwie eine Kraft da sein, die das Ganze nach innen zieht. Und diese Kraft kommt jetzt einfach aus der elastischen Verformung. Wenn ich das Ganze nach unten drücke, dann reagiert das System so und möchte das nach innen ziehen. Ja, und das ist genau die Kraft bzw. die Normalbeschleunigung, die das Ganze eben dann entsprechend in der Gleichgewichtsposition hält. Sie können dem viele dieser Dinge erklären in dem Inertialsystem, da wird es relativ klar und einfach und diese Scheinkräfte sollte man eher vermeiden, auch wenn es der Alltagserfahrung vielleicht in manchen Situationen mehr entspricht. Daher dieser gute Rat, Inertialsysteme eher vermeiden und vielleicht schreibe es dann doch hin, nachdem ich etwas Licht gemacht habe. Also physikalische Phänomene sollten Sie im Sie müssen es nicht, Sie können es auch im Inertialsystem tun, die Physik im rotierenden System tun. Die Physik bleibt gleich, aber im Inertialsystem sind die Sachen doch klarer oft. Scheinkräfte bitte vermeiden, wenn möglich. Noch vielleicht ein Bild zur... Bitte? Ja. Die Physik gilt natürlich für alle gleich, egal was man studiert. Aber besonders, wenn man, glaube ich, anfängt schon in der Schule immer so von Zentrifugalkraft und so einem Zeug zu reden, dann prägt sich das natürlich ziemlich ein und man ist eher geneigt, sozusagen die Physik, jetzt Zentrifugalkraft. Ich glaube, da ist es besonders wichtig, dass man, wenn man es lehrt in der Schule, dass man versucht, eben Konzept ist bei einer Kreisbewegung, man hat eine Normalbeschleunigung und die Normalbeschleunigung, die hält es auf der Kreisbahn, wo kommt die dann her, kann man erklären. Und man braucht diese Scheinkräfte und so weiter nicht. Man kann es dann natürlich versuchen, möglichst sauber dann zu erklären, ja, man kann das auch in dem System erscheinen, aber das Eigentliche ist die Betrachtung im Inertialsystem. Den Punkt wollte ich damit machen.
So, was ich Ihnen noch zeigen wollte, Corioliskräfte sind durchaus auch wichtige Erscheinungen. Beim Wetter sieht man das, zum Beispiel um ein Tiefdruckgebiet gibt es eine Wirbelbildung, und zwar mit einem Umlaufsinn, wie hier gezeigt, durch den Coriolisthern. Und man sieht einen solchen Wirbel über Island aufgenommen, dort finden Sie auf der Wikipedia. Das Ganze durchaus wichtig. Was nicht stimmt, ist das Gerücht, das man häufiger mal hört, dass die Corioliskraft, also wenn Sie die Badewanne ablaufen lassen, dann bildet sich ein Wirbel, und dass das dieser Umlaufsinn dieses Wirbels durch den Corioliskern bestimmt wird und dass es auf der Nordhalbkugel anders ist als auf der Südhalbkugel. Das ist ein Gerücht, das stimmt nicht. Da ist der Effekt so klein, dass das keine Rolle spielt. Jetzt noch zu einer weiteren Sache. Ich habe noch ein paar Minuten, kann ich gerade noch Ihnen Folgendes zeigen. Die Frage ist folgendes. Nehmen wir mal ein einfaches Experiment. Sie setzen sich in irgendeine große Kugel rein und wir schießen sie dann ab und Sie beschreiben dann eine große Wurfbahn. Also sowas hier. Zack. Und hier sind Sie in der Kugel. Ja, und bewegen sich auf der Wurfbahn. Und die Frage ist, was spürt ein Beobachter? In einer Kugel, die eine Wurfbahn beschreibt. Und zwar, die Antwort ist scheinbare Schwerelosigkeit. Also dem Beobachter ist es dann egal, ob es scheinbare ist oder nicht scheinbare Schwerelosigkeit, der Effekt ist gleich. Und wie erklärt sich das? Das ist also die Wurfparabel. Tatsächlich ist es eben so, dass sich der Beobachter genauso unter Einfluss der Schwerkraft bewegt wie die Kugel. Also natürlich ist es eine Bewegung unter Einfluss der Schwerkraft. Aber mit dem Beobachter oder der Beobachterin, um das gendermäßig korrekt auszudrücken, der Beobachterin hier mit großem I, die muss sich also nun hier entlang bewegen unter Einfluss der Schwerkraft und die Kugel genauso. Und relativ gesehen, wenn jetzt man vom Beobachter aus das betrachtet, dann sieht das so aus, als ob das Schwerelosigkeit ist, weil sich einfach beides gleich bewegt. Und das meine ich mit scheinbarer Schwerelosigkeit. Den gleichen Effekt hat man in einer Raumstation. Ich kann Ihnen diese scheinbare Schwerelosigkeit auch demonstrieren, hier in einem Video. Und zwar gibt es sogenannte Parabelflüge, um zumindest für einige 10 Sekunden Schwerelosigkeit zu simulieren oder geringe Schwerelosigkeit zu erreichen. Und im Prinzip macht man hier genau das. Und wenn man halt sozusagen mit dem Flugzeug, also das ist jetzt ein Flugzeug vereinfacht dargestellt, wenn man eben damit nicht ganz die entsprechende Parabel fliegt, kann man sozusagen Teil der Schwerkraft kompensieren und kann ein Sechstel G und solche Sachen erreichen. Und hier ist ein Video, was das also entsprechend zeigt, was bei solchen Parabelflügen passiert. Pushover, 0G.
Das ist ein Drittel G. Okay, Sie können es sich dann auf YouTube genauer anschauen. Es gibt einige Videos dazu, zu diesen Parabelflügen. Ich möchte Ihnen noch eine Minute Ihrer wertvollen Pausenzeit klauen. Ich möchte noch, also eine Bemerkung, das Ganze ist der gleiche Effekt auch in der Raumstation. Wenn Sie sich in einer Raumstation befinden und Schwerelosigkeit erfahren, dann ist es nicht so, dass Sie so weit weg sind, dass die Schwerelosigkeit, dass die Schwerkraft nicht mehr wirkt. Nein, es ist so, dass die Schwerkraft eben so kompensiert wird durch die entsprechende Scheinkraft. Aber eine Sache möchte ich Ihnen noch zum Überlegen mitgeben. Und zwar haben wir gestern einen kleinen Versuch gemacht. Ich zeige Ihnen das mal hier. Und zwar befindet sich hier in diesem roten Kreis etwas unter dem Patscherkofel da in meiner Hand, befindet sich ein kleiner Beschleunigungssensor. Es ist wie ein kleiner USB-Stick, aber der hat es in sich. Der hat nämlich einen dreidimensionalen Beschleunigkeitssensor drin. Und sozusagen ist auch ein Logger, das heißt, zeichnet die Daten auf. Also ich habe hier kurz vorher das Ding aktiviert und dann einfach mal sozusagen fallen lassen aus dem vierten Stock. Und dann misst eben das, was beim freien Fall dafür eine entsprechende Kraft auf das Ding wirkt. Und überlegen Sie sich mal einfach bis Freitag früh, was würden Sie erwarten? Was zeigt jetzt dieser Logger an? Ja, also er zeigt zunächst, es wirkt die normale Schwerkraft, das Ding ist in Ruhe, wenn ich es halte. Was passiert dann, wenn ich ihn loslasse? Was passiert während des Flugs? Und wie kann ich zum Beispiel die Fallhöhe dann daraus bestimmen? Überlegen Sie sich das bitte, Freitag früh werde ich es Ihnen verraten dann. Okay, danke und bis Freitag früh für meine Übungsgruppe, bis heute Nachmittag.